Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie ich immer Apfelmus mache. Durch den Sturm sind die Äpfel vom Baum gefallen, an welche ich nicht mehr dran gekommen bin. Und jetzt verwerte ich noch den letzten Rest. Dazu tue ich die Äpfel erstmal in ein Sieb und wasche sie. Dann halbiere ich die Äpfel und halbiere nochmal die Apfelhälfte. Und dann entferne ich das Kerngehäuse. So sieht es dann aus. Und zu guter Letzt entferne ich noch die Apfelschale. Dadurch, dass die Äpfel nicht mehr im besten Zustand waren, musste ich einiges wegschneiden, wie hier unschwer zu erkennen ist. Und das sind alle Äpfel vom ersten Bild. Ich gebe noch 2 Gläser Wasser hinzu und einen gehäuften Teelöffel Zimt. Dann stelle ich den Topf auf den Herd, mache den Deckel drauf und die Flamme an. Zeitgleich nehme ich eine Schüssel und tue dort heißes Wasser rein. Zum einen, um die Gläser zu desinfizieren, und zum anderen, damit die Gläser nicht durch den Apfelmus springen. Zwischendurch rühre ich den Topf immer mal um und dann püriere ich die Äpfel. Danach stelle ich das Glas auf einen feuchten Lappen, damit die Hitze abtransportiert werden kann. Und als Füllhilfe nehme ich einen Trichter und eine Kelle. Man sollte zwischen Topf und Sieb so wenig Abstand wie möglich haben, damit nichts daneben kleckert. Dann nehme ich noch ein Geschirrtuch und schließe das Glas. Das Geschirrtuch nehme ich deshalb, weil es zu heiß wäre, es so anzufassen. Und zum Abkühlen stelle ich es auf den Kopf. Wenn der Deckel sich dadurch nach innen zieht, war der Konservierungsvorgang erfolgreich. Ansonsten ist der Apfelmus nicht lange haltbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.